Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir aufgehört mit unseren taktischen Überlegungen. Ihr seht, in unserer Radarreichweite kommen wir bis nach Ägypten. Das heißt, alle Alienschiffe, die hier drinnen operieren, können wir hoffentlich sehen. Schauen wir mal. Oh. Er speichert automatisch, das ist auch nett. Construction of General Stores at Wien is completed. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt mehr Zeug kaufen. Was haben wir gesagt? Wir wollen auf jeden Fall Rifle Clips noch ein paar. Ah, vielleicht könnten wir uns auch ein paar Rifles noch kaufen. Gewehre ist immer gut. So, dann kaufen wir da Ammo. Munition. Und ein paar Raketen noch für den Raketenwerfer. Granaten kaufen wir auch ein paar. Und vor allem kaufen wir Avalanche Missiles. Da können wir jetzt relativ viele reinpacken. So. Interessant, es sind keine Aliens hier. Die haben wahrscheinlich irgendwo anders gestartet. Construction of General Stores. Achso, ja, okay. Das kennen wir schon. So, das ganze Zeug ist gekommen. Oh, und Laserpistols können wir schon herstellen. Das ist ja gut. Ha, schaut an. Eine Laserpistole. Das ist cool. Accuracy ist hier angegeben, wie gut sie treffen bei den einzelnen Dingern. Effective implementation of new technology. It has the convenience of a pistol with faster and more accurate firing. Na gut. Okay. Dann können wir auch ein Laser Rifle bauen, erforschen. Das ist sowieso wichtig, weil diese Laserwaffen sind deswegen so cool, weil sie keine Munition brauchen. Das ist sehr, 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 sehr angenehm. Okay, jetzt haben wir etwas, was wir produzieren können und wir können das auch gleich einmal starten. Machen wir gleich ein paar. Ja, das kostet uns zwar 8000 Dollar, aber immerhin. Wir haben es dann. Wie viel Bomber? Also, alle 10 Ingenieure machen dran mit und wir machen, sagen wir mal, 10 Stück einmal. Okay. Und mehr Avalanche Missiles. Das ist auch okay. Hey, unser erstes UFO. Wo fliegst du hin? Es fliegt Richtung Norden. Na, das versuchen wir doch glatt abzufangen. Interceptor 1 und drauf los. Ja. Machen wir einen normalen Angriff. Er schießt. UFO Crashlands. Oh, es ist im Meer Crash gelandet. Naja, gut. Soll sein. Unseren Interceptor müssen wir jetzt wahrscheinlich müssen wir den reparieren. Ja, der wird repariert. Na gut, es gibt Schlimmeres. Aber es war unser erster Erfolg über UK. Das heißt, die werden glücklich sein mit uns, hoffe ich. Und wenn nicht, können wir auch nichts machen. Yes, das ist wichtig. Die Living Quarters sind fertig. Das heißt, wir werden noch ein paar Leute hierher holen. Und zwar, sagen wir noch einmal 4 Soldaten, dass wir 20 Soldaten hier haben.
Und not enough money. Oh. Gut, vielleicht mache ich doch alles richtig, zumindest jetzt. Nur 15 Scientists. Achtung. Pardon, meine Herrschaften. Okay, Geld ist aus. Ich hoffe, wir kriegen eins. Ich hoffe, wir kriegen neues Geld. Was? Terrorized jetzt schon im Spiel. Ist das arg? Das ist ja schrecklich. Sollen wir das ignorieren? Kommen wir dort überhaupt hin? Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin mit unserem Interceptor. Schauen wir mal, was haben wir denn da alles drinnen in dem Craft? Wir können ja jetzt die ganzen. Wir können auf jeden Fall. Haben wir schon die ersten Pistolen? Ja, wir haben schon die ersten drei Laserpistolen. Das heißt, die drei Pistolen, die da drinnen sind, können wir eigentlich schon rausgeben. Können schon die ersten drei Laserpistolen reintun. Verkaufen wir die Pistolen einmal als erstes. So. Okay. Und okay, aber wir müssen vorsichtig sein. Was intercepten? Schaffen wir das? Mal schauen, dass man. Ja, kommen wir noch am Tag. Aber ja, machen wir doch glatt. Terra Mission. Das ist gleich einmal eine interessante Mission. Das ist aber doch ärgerlich, dass wir mit sowas starten müssen. Das ist eine ziemlich brutale Mission normal, also solche Terra Missionen. Und wir haben lauter unerfahrene, unbrauchbare Typen dabei. Das könnte ein kurzes Let's Play werden. Ja, also, Mission will be successful when all enemy units have been eliminated or neutralized. You must attempt to save the lives of any civilians in the area by neutralizing the alien menace. To abort the mission, return XCOM operatives to transport vehicle and click on the abort mission icon. Okay. Soll sein. So, jetzt sehen wir mal zunächst einmal, was wir so alles haben. Robin Olofsson ist, glaube ich, nicht so. Ah, das ist ja cool. Wir können uns die anschauen. Das ist sehr gut. So, wir werden den Guten im Melee, werden wir die Stun Rods in die Hand drücken. Er hat 31, 33, 26, 24, 24, 23, 32, 38. Gibt es auch wirklich gute? 39, 29, oh, 40. Paddy Ryan ist noch der Beste. Du kriegst. Ach so, Vielleicht kann ich es einmal so gut. Na gut, der wird aber dafür dann das darunter geben. Der wird nicht das nehmen. Wenn er das nimmt, dann kriegt er auch. Dann kriegt er nämlich auch eine Rifle. 31, 33, 26. Wow.
Tula Laxo. Was ist der Starke? Sondern der. Ah, das ist eine Starke. Die Starke. Okay, gut. Die kriegt noch eine Pistole mit. Wer weiß, wozu wir es brauchen. Das lassen wir dafür da. Die Pistole da an dem Gürtel. Auch nicht gut, auch nicht gut. Gut, dann kriegst du halt noch so einen Rod. Der Robin kriegt auch einen, die vorderen. Ah, Paddy Ryan ist der absolut letzte in der Reihe. Ja, Retter. Du kriegst dafür das da. Das war auch da. Der gute Paddy kriegt dieses Drum hier. So, und du kriegst noch sowas. So, Iva Retter, bist du gut im Schießen? Nein, Firing Accuracy 50%. Das ist perfekt, dass du den Launcher gekriegt hast. Okay. Zu viel Gedanken müssen wir uns ja auch nicht machen. Okay. So, dann haben wir gesagt, wir machen mal ein Safe Game. Wir nennen das Let's Play. Safe Game. Und jetzt schauen wir uns mal an die Situation. So, nachdem ihr ja gesehen habt, oh, hat es geschafft, Saving Game. Wieso braucht ihr so lange zum Saven? Das ist nicht gut. Mhm. Wir sehen, wir haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Nicht nur sind wir da quasi ohne Speichern rein. Zunächst einmal, nein, wir sind auch mitten in der Nacht rein. Na super. Ach, was soll's. Ha, da ist unser erster Alien. Gut, ich bin grundsätzlich ein großer Freund von diesen Auto-Shots, aber ihr seht, der hat eine Accuracy von 24%, der Snapshot 40% und der Aimshot 77%. Aber der Aimshot kostet 44 Time Units, der 13 und der 19. Das heißt, man muss sich immer überlegen, macht es Sinn, den einen oder den anderen zu machen. Auto-Shot heißt so viel wie, er macht drei Schüsse. Und damit haben wir dreimal eine Chance von 24% mit nur 19 Time Units. Wir können zweimal Auto-Shot machen, während wir nur einen Aim-Shot machen. Also wir können sechsmal schießen mit einer Accuracy von 24% oder einmal mit einer Accuracy von 77%. Oder wir könnten den Snapshot nehmen, davon könnten wir sogar, glaube ich, warte mal, in der gleichen 3 machen, das heißt, oder 3 Schüsse mit 42%. Im Endeffekt levelt sich das ein wenig aus, aber ich bin immer besser mit Autoshot gefahren. Vielleicht macht es, natürlich macht es Sinn, bei den Nicht-Autowaffen auf Aimshot zu machen, aber in dem Fall schießen wir mal dreimal, bevor er zurückschießt. Oh. Wow. Wow. Das sind ja viele Aliens. Und wir sind bereits getroffen. Das ist nicht gut. Robin Olofsson. 2, 3. Wow. Na okay. Dann mach gleich weiter. Wow.
Also dich noch hinknien? Nö. Okay. Also wir haben bereits zwei Typen gesehen. Zwei Typen erledigt. Schauen wir mal. Wieso sehe ich den jetzt nicht? Wo sind wir hin? Oh, was ist denn das für eines? Oh Gott, das ist ja so ein Riesentrum. Na gut. Na gut. Ja, ihr seht, der hat andere Werte. Viel, viel schlechtere. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Schauen wir mal, ob wir ihn treffen. Was für ein Schwammerl. Na gut, soll sein. Nächster. Raketenwerfer wäre vielleicht nicht schlecht. Schieß mal auf den. Nochmal. Also jetzt dreimal gegen den Ständer geschossen. Meine Güte, du bist eine dämlich, eine selten unfähige Person. Sagen wir es mal so. So. Gut. Das ist eine härtere Waffe. Schauen wir mal. Autoshot. 20%. Und zweimal können wir da schießen. Mist, der Snapshot sieht sich auch nicht mehr aus. Das hätte ich vielleicht schauen sollen. Na gut, dann gehen wir mal darüber. Dann sehen die anderen besser vielleicht etwas. Tula Laxo. 39, das geht sich leider nicht aus. Oh Gott, wie viel hält denn der aus? Ich will es gar nicht wissen. So, du schießt jetzt mal auf den. Ach je. Wieso halten wir so viel aus? Ärgerlich. Ein Snapshot könnte man noch wagen. Na, dann ist Schluss mit Schuss. Okay. Also ihr seht, wir haben jetzt schon die ärgeren Probleme, diese Sachen zu treffen. Also treffen tun wir es eigentlich eh, nur sie sterben nicht. Frech. Oh yes, das war gut. Ah, der Raketenwerfer. Ein Snapshot geht sich aus. Bam. Das ist ruchtig. Jetzt haben wir, glaube ich, mindestens einen Zivilisten wahrscheinlich mitgenommen in den Tod. Das geht sich nicht aus, dachte ich mir. Nachladen. Da machen wir den. Schauen wir mal. Das wäre schon schön, wenn wir den großen Dicken noch erledigen würden oder den kleinen Dünnen. Einen von denen auf jeden Fall. Ah,
yes, wir haben den Kleinen noch erledigt. Sehr gut. Das ist wirklich gut. Puh. So. Lorna Shaw. Schießt auch noch mal drauf, was soll's. Geht das auch irgendwann mal kaputt? Ich hoffe es doch. So, die gehen nur mal vor. Bist du wahnsinnig? Und dann machen wir Ende des Zugs. Ja, die schießen auf uns. Gott sei Dank sind die genauso unfähig wie wir. Da ist noch so einer. Oh Gott. Ah. Okay, das ist schrecklich. Runter. Da ist dieses Ding hier. Können wir das in irgendeiner Weise verletzen mit irgendetwas, was wir haben? Wir hätten hier einen Raketenwerfer, der bringt mindestens die Hälfte unserer eigenen Leute auch um. Na gut. Dann. Machen wir doch mal einen Snapshot daher. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wir haben es umgebracht. Hurra, ich bin so gut. Oh, bist du deppert? Da ist noch einer. Den schießen wir jetzt mit dir ab. So, jetzt, wenn wir hier unten auf das da klicken, dann geht das so weit, dass er noch einen Snapshot hat. Immerhin. So. Yep. Die kümmert sich jetzt, falls da irgendwer rauskommt. Gut. Na, wartet mal. Jetzt könnten wir aber schauen. Ja, 21 Einheiten noch. Sind sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Wie viel hat er für? Ja, nein. Kein Schuss mehr. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Machen wir das so. Geht einmal runter und tu so. Ach, Mist, das war ein Fehler. Na gut. Schieß auch drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendetwas durch die Rüstung von denen durchgeht. Abgesehen davon, dass wir sowieso nicht treffen. Wir werden was anderes machen. Wir werden eine Granate werfen. Und 13, das heißt insgesamt brauchen wir 40. Haben wir 40? Ja, wir haben 40.
Bewegungspunkte. Und zwar 0 und throw. Was? Das heißt unable to throw there. Nein! Unfassbar! Knie dich hin. Damit ich gleich mal grantig werde auf dich. Naja, mal schauen. Snapshot 17. Dann kniest du dich hin, weil da näher rangehen wir nicht, weil da wird jetzt dann gleich eine Granate explodieren. So. Was soll das? Das müssen wir da lassen. Du gehst mal in die Knie und schaust mal, was passiert. Ah, warte mal, wen siehst denn du da? Oh! Das ist ja wichtig, den müssen wir auch abschießen. Stimmt, da hinten hat ja auch jemand auf uns geschossen. Wie können wir den von da beschießen? Gibt es einen Zugang? Ah, da gibt es ein Loch schon. Oder wenn wir da noch eins vorgehen, können wir da durchschießen. Hm. Erledigt, nimm das Alien. Wong Gan ist ein großartiger Mann. Ist es ein Mann? Ja, schaut gut aus. So. Du könntest dich da herstellen. Und auch nochmal drauf schießen. Oh Gott, das ist gedankt. Ich hoffe, mehr als diese zwei waren nicht da von den großen Dicken. Einen haben sie ja schon gekillt von uns. Puh. Na gut. Gut, nächste Runde. Nichts ist passiert. Aber immerhin ist es zu explodiert. Das hat sich ja richtig ausgezahlt, dass wir den dort hingestellt haben. Oh, da ist ein Zivilist. Noch ein Zivilist. Noch ein Zivilist. Ein paar lebende Zivilisten sind hier. Schau, schau. Schonen. Okay. Ja, da schaut schon ganz schön aus. Bist du wahnsinnig? Oh. Lorna Shaw, ich hab dich verletzt. Ich bin so ein dummer Mensch. Nein. Warum rennst du dort mitten rein, du Idiot? Ach, wie. Wir sind nicht schon mal getroffen. Hat sich der wieder erholt gehabt. So, du gehst daher. Gehst in die Knie und hoffst, dass nichts mehr auf dich zukommt und dass du das bis zum Ende des Kampfes überlebst. Weil immerhin hast du jetzt ein paar Leute schon erschossen. Silvio Lazar, du gehst da mal in die Knie. Du
nie. Du Freund. Geh mal daher. Schoss da rein. Und gehst auch in die Knie. Wir müssen mal diesen Platz hier sichern. Ah, da ist schon wieder ein Alien. Ekelhaft. 20%. Auf ihn mitgebracht. Wow. Wir brauchen unsere ganze Munition in dem Kampf. Wahnwitz. Sehr gut so. Du gehst in die Knie und wartest auf weitere Befehle. Ja, warum gehe ich in die Knie? Dann ist mein etwas schlechteres Ziel. Gut, du hast schon Paddy. Du gehst mal daher. Und schaust in diese Richtung in die Knie. Wie groß ist denn die Karte überhaupt? Groß genug. Wobei, ich weiß nicht, das ist davon aus. Das wäre schön. Ich hoffe, es ist eine sehr, sehr kleine Karte. Da liegt irgendwer, wer auch immer das ist. Ein Alien? Wahrscheinlich. Oh, 3 Fatal Wounds. No sehr was. Also ich glaube nicht, dass der bis zum Ende schafft. Gehst daher, schaust da, gehst in die Knie und hoffst, dass du es überlebst. Gut, da ist einer rausgekommen. Solltest du auch in diese Richtung gehen oder sollen wir uns da weiter umschauen? Hey, was ist das? Ah, das ist irgendeine Alien-Pistole. Oder was an. Die Aliens müssten eigentlich relativ frustriert mittlerweile schon sein, so viele wie wir schon gekillt haben. Wo gehst du hin? Du gehst vielleicht daher. Und eben, okay, nicht in die Knie. So, Sung-Yun. Wie weit kommst du? Ah, du bist auch da rein. Das ist. Du wirst daher gehen. Iva, du gehst Richtung Straße mit deinem. Mit deinem Raketenwerfer ist es wahrscheinlich besser, wenn du bis zur Straße gehst. Dort ist ein bisschen mehr Platz. Achso, falsche Taste. Und Keanu Tai. Gut, die meisten Aliens hätten wir jetzt mal. Im Schiff ist eh keiner mehr, oder? Nö.
Gut, nächste Runde. Das klingt nicht gut. No, immerhin hat keiner mehr geschossen. So. Ha, noch ein Alien. Wo? Ah, das ist schon wieder so ein dicker, fetter. Können wir vielleicht mit dem Raketenwerfer dran gehen. Okay, das dazu. Du bist jetzt nicht unbedingt der großartigste Schütze. Dann gehst du mal dahin. Kannst keinen Snapshot mehr machen, na super. Geh möglichst weit weg von dem. In die Knie. Nix da. Falsch, Mist. So. Du bleibst da. Gut, auch du bleibst da. Ich glaube, wenn sie stehen bleiben, verlieren sie weniger Lebenspunkte. Ja, genau, Zivilist. Stell dich direkt vor mich, dass ich dich möglichst niederschießen kann. Zivilisten sind dumm. So, wo gehst du hin? Ich hoffe, da gibt es nichts mehr, was leben könnte. Könnten aufs Dach gehen. Ist da hinten aus? Ja. Sehr gut. Manchmal verstecken sich die Aliens in solchen Ecken. Das ist nicht so gut. Ja, okay, kannst nicht in die Hocke gehen. Da ist irgendjemand rausgekommen. Ich glaube, das war nur ein Zivilist, der da raus ist. Gut, ich glaube, es waren alle dran. Nächste Runde. Aliens. Tut euer Schlimmstes. Ja, genau, Zivilisten. Geht's genau in die in den Weg. Saving Game, hey, das ist aber nett vom Spiel, dass es das tut. Das macht's für mich. Ah, was machst du? Ach gut. Du sollst ja nicht rumrennen.
Haben wir nicht gesagt, du. Ah, da geht's nicht weiter. Gut. Das heißt, wir werden wieder zurückgehen. Ich nehme mal nicht an, dass da noch Aliens sind, weil wenn da welche wären, dann hätten sie sich schon gezeigt. Also mit etwas Glück ist dieser dicke, fette Alien da hinten der letzte. Schießen wir mal drauf. Snapshot geht noch. Geht auch nicht besser. Aber. Wow. Verdammt, es sind zwei von denen noch da. Nochmal ein Aimshot. Was heißt not enough time units? Du hast dich noch gar nicht bewegt. Gut. No line of fire. Steh mal auf. Bis dann im line of fire. Oh. Nicht wirklich. Jetzt ist dein line of fire. Allzu viel kann es ja dann nicht mehr dazwischen geben jetzt. Na gut, soll sein. Gut, Freunde, dann werden wir uns da alle rüber bewegen. Du schießt jetzt auch einmal auf den hier. Ja, wir sind sehr gut im Schießen. Ich hoffe, die bewegen sich sehr langsam. Okay. Mr. Wong. Du kommst mal wieder zurück. Das ist sogar bei. Oh, da ist auch noch einer. Auf den schießen wir als erstes. Vor allem, wenn wir den verfehlen, treffen wir den. Sehr gut. Wir schießen wild in der Gegend herum. Ah, 15. Geht nicht. So, dann bück dich doch mal. Next. Wen siehst du? Ah, den hier. Vielleicht kannst du ihn besser treffen von deiner Position aus. Vielleicht aber auch nicht. Ist ja schrecklich. Okay. Noch schneller Snapshot. Der hat getroffen, hat aber nichts mehr gebracht. Und du gehst in die Hocke. Nachdem dort oben offensichtlich nichts ist, oder hoffentlich nichts ist, nichts, was uns auf jeden Fall aufgefallen wäre.
So, warte mal, aber den hier werden wir noch darüber drehen, weil wenn der nicht, wenn der da jemanden gesehen hätte, wäre er wieder nach rückwärts gegangen. Oh, dann können wir auch gleich vorgehen und in die Knie gehen. Okay, ich muss auch rausgehen. Da ist ja kein Alien. Ich glaube, jetzt sind wir alle gegangen. Ja auch. Jo. An dieser Stelle werde ich jetzt für heute wieder Schluss machen. Schaut das nächste Mal rein und schaut nach, ob wir Shanghai von den Aliens befreien können oder nicht. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss euch.